Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut bei mir. Und zwar habe ich mir gedacht, mache ich erstmal für euch eine Videoreihe zu den Sternzeichen. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich mache zu jedem Sternzeichen 10 Fakten, die ich euch sozusagen darstelle, sodass ihr wisst, welche Charaktereigenschaften eigentlich euer Sternzeichen ausmacht und welche Verhaltensweisen ihr vielleicht habt. Und dabei wollte ich nicht nur auf positive Sachen eingehen, sondern auch negative Sachen, sodass man wirklich weiß, was eigentlich den gesamten Charakter ausmacht und worauf man vielleicht achten sollte und vielleicht auf welche positiven Dinge man sich vielleicht auch konzentrieren sollte. Ja, wenn du dich jetzt fragst zum Sternzeichen, auch noch Sachen Beziehung oder welches Sternzeichen zu deinem Sternzeichen passt, habe ich auch noch weitere Videos fertig. Dann aber erstmal zum Sternzeichen. Ja, in der Astrologie spricht man bei einem Sternzeichen eigentlich von deinem Sonnenzeichen. Und das heißt eigentlich, dass zum Zeitpunkt deiner Geburt man geguckt hat, in welchem Zeichen die Sonne steht. Und dein Sternzeichen bzw. Sonnenzeichen repräsentiert sozusagen deinen Grundcharakter, also deine Grundpersönlichkeit. Es gibt noch viele andere Dinge, die man sich zum Beispiel anschaut. Das ist dann zum Beispiel dein Mondzeichen, dein Aszendent und viele weitere Planeten, die auch Teile deiner Persönlichkeit repräsentieren. Aber in diesem möchte ich nur erstmal auf dein Sonnenzeichen eingehen. Ja, das Sonnenzeichen, genau, kann dir sozusagen Einblick darauf geben, mit welcher Energie du ins Leben kommst und auch mit, wie du die Welt wahrnimmst. Und da guckt man sich halt an, zum Beispiel, welcher Planet eigentlich dein Tierzeichen regiert und mit welcher Qualität oder welchem Element du reinkommst. Das heißt, im Anschluss von den 10 Fakten gehe ich auch noch kurz darauf ein, sodass du verstehst, wie man überhaupt in der Astrologie darauf kommt, dass man deinem Sternzeichen bestimmte Charaktereigenschaften zuschreibt. Das war's und lass uns loslegen. Kommen wir zum Sternzeichen Jungfrau. Ja, ich finde Jungfrauen super. Ich habe ganz viele Freundinnen, die Jungfrauen sind. Also super krasse Jungfrauen vor allem. Ich glaube, ich schätze wirklich Jungfrauen für ihre Klarheit. Also für, einfach krasse. Ja, erstmal der Reihe nach. Fangen wir lieber mit meinen Top-Fakten an, dann versteht ihr, was ich meine. Also was fällt mir zur Jungfrau ein? Die Jungfrau analysiert. Die Jungfrau ist ja von ihrem Kopf sehr analytisch veranlagt. Der Planet Merkur regiert die Jungfrau. Der Planet teilt sich sozusagen zwei Tierzeichen, also sowohl Zwilling als auch Merkur. Und da geht es auch ganz viel um den Intellekt. Und der Zwilling ist ein bisschen anders von dem, wie er umgeht. Also die Jungfrau ist sehr, sehr fokussiert. Also die ist unglaublich smart, aber auch sehr fokussiert. Also auf der Arbeit, wenn man eine Jungfrau hat, ist das echt die echt alles hinkriegt. Also die weder faul ist, noch irgendwie zerstreut oder sonstiges, sondern wirklich, das ist ein Erdzeichen. Also die kriegen alles hin. Die kriegen das einfach alles hin, weil die so praktisch sind, so smart und detailorientiert. Oh ja, das ist Punkt 2. Sie sind sehr detailorientiert und sehr ordnungsliebend. Also alles hat seine Ordnung. Bestimmte Dinge haben seine Ordnung im Leben. Und die Jungfrau ist da, um uns daran zu erinnern. Die Jungfrau liebt, glaube ich, Checklisten, Listen, Erledigungslisten, also alles, was man ordnen kann, sortieren kann, das sind echt Sachen, die, da hat die Jungfrau einfach so eine gewisse Affinität für so ein Ordnungsding. Und wie ich es ja schon anklingen habe lassen, sind die ja eben auch krasse Arbeitstiere, also die sind einfach unglaublich diszipliniert. Also wenn es wirklich darauf ankommt, irgendwas anzufangen oder auch zu Ende zu bringen, ist wirklich die Jungfrau diejenige, die das hinkriegt. Also die hat die Disziplin und die Ausdauer, wirklich Dinge zu Ende zu bringen und Sachen nicht nur halbherzig irgendwie fertig zu machen, sondern von Anfang bis Ende etwas durchzuziehen. Und das kommt auch schon zum nächsten Punkt, wenn man an die Jungfrau denkt. Sie ist unglaublich perfektionistisch. Also da ist so eine Veranlagung, dass nichts gut genug ist, dass man immer mehr machen kann, wo sie ja wahrscheinlich auch recht hat. Also man könnte sich immer ein bisschen mehr Mühe geben in allen Dingen. Aber eben, ja, dieser Perfektionismus ist, glaube ich, ein ganz großes Ding für die Jungfrau, was sie natürlich immer dazu antreibt, besser zu werden. Wenn sie etwas nicht kann, dann und sie irgendwie das Gefühl hat, sie müsste das können, dann wird sie so lange das machen, bis sie das kann. Also das ist echt auch was, wo die Jungfrau wirklich sehr zielstrebig auch drin ist.
Und zum Wesen her, ja, Punkt 5, glaube ich, wären wir jetzt. Vom Wesen her, neben diesem ganzen Perfektionismus und Ordnungsding, sind sie einfach unglaublich liebenswert. Also wirklich, die Jungfrau ist wirklich auch so ein Zeichen, dass es da, sich um andere zu sorgen, sich um andere zu kümmern, anderen zu helfen, hilfsbereit. Also wirklich sehr, sehr hilfsbereit, auch vom Wesen romantisch, also so in der Beziehung. Ich glaube, die Jungfrau ist auch sehr gerne in einer Beziehung, weil sie sich eben gerne kümmert. ja, von Hilfe ist gerne. Also sie möchte auch gerne von Wert für andere sein. Und das ist einfach was, was eine tolle Jungfrau auch einfach auszeichnet. Und dann sind wir auch schon bei Punkt 6. Und das ist genau das, jetzt fällt es mir ein, das ist das, was ich so gerne an Jungfrauen mag. Sie sind unglaublich direkt. No bullshit. ja, die sind einfach, die haben eine krasse Meinung, sind aber eben sehr stark auch vertreten in ihrer Meinung. Also die haben sich das auch gut überlegt und sind eben sehr direkt in dem, wie sie es auch sagen. Also wenn man einen guten Rat braucht, dann kann man die Jungfrau fragen. Sie wird dir auf jeden Fall ihre Meinung sagen. Das ist vielleicht auch was, was passieren kann. Jungfrauen sagen auch gerne ihre Meinung, auch wenn sie nicht gefragt worden sind. Weil sie der Meinung sind, gewisse Dinge haben eine gewisse Ordnung. Und wenn das irgendwie nicht so ist, dann müssen sie das auch manchmal kundtun. Aber das kann man der Jungfrau auch mal verzeihen. Also wie gesagt, als Freund, Freundin, super direkt, super klar in der Kommunikation. Also wirklich, ja, da gibt es keinen hintenrum irgendwas. Das ist echt was, was man sehr hoch anschätzen kann. Also was ich sehr, sehr an Jungfrauen schätze. Ja, und dann gab es ja noch diese Sache mit dem Perfektionismus. Ja, was mich zum nächsten Punkt bringt, ist eben dieses, ja, diese Kritik, die sie haben. Also dieser Perfektionismus neigt ja dann aus einer sehr kritischen Haltung. Und das heißt, sie sind anderen kritisch gegenüber. Das heißt, das kann vielleicht jemanden stören, wenn die Jungfrau Kritik äußert. Aber die Jungfrau ist wirklich diejenige, die am meisten kritisch sich selbst gegenüber ist. Also Jungfrauen, ich weiß auch nicht warum, aber sie stehen sich oft einfach selber hart im Weg. Also sie sind sich selbst der höchste Kritiker. Was mich auch schon gleich zum nächsten Punkt bringt, Punkt 8, glaube ich, sind wir. Und das ist eben dieses Überdenken. Also diese kritische Haltung und dadurch, dass sie vom Merkur regiert werden, also von dem Intellekt, die sind nach außen sehr selbstsicher. Also die Jungfrau ist sich schon auch ihrer selbst bewusst und auch selbstsicher. Aber sie hat einen Hang dazu, Dinge auch zu überdenken. Ich glaube, gerade wenn es auf persönliche Entscheidungen hinkommt, zerdenkt sie Dinge auch ganz oft. Und dann kann sie so dazu neigen, Sachen zu zergrübeln, Sachen zu krass zu überdenken, zu überanalysieren. Also dann wirklich ein bisschen auch den Fokus zu verlieren. Auch dann vielleicht im schlimmsten Fall so ein bisschen so auf negative Sachen sich zu fokussieren, zu sagen, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht geschafft, das ist nicht gut genug. Und da verliert dann so ein bisschen die Jungfrau ihren Fokus, obwohl sie eigentlich unglaublich ja, diszipliniert und erfolgreich ist in allem, was sie tut. Genau, und das ist auch echt was die Jungfrau ein bisschen lernen muss, nicht die Sachen zu überdenken, beziehungsweise sich vor allem auf positive Sachen zu konzentrieren. Ja, also für die Jungfrau gilt auf jeden Fall, denk dran, wenn du eine Jungfrau bist und zuguckst, nichts und niemand ist perfekt und das ist auch gut so und es ist auch in Ordnung, dass auch du nicht perfekt bist, weil das macht dich so wunderbar. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, das ist schon der vorletzte Punkt, den ich habe. Jungfrauen sind, das kommt glaube ich so ein bisschen mit diesen, eher in diese Spaßrichtung, auch mit dieser Ordnung kommt eben dieses krasse Sauberkeitsding. Also Jungfrauen sind oft auch dafür veranlagt, unglaublich sauber zu sein, also in dem, wie sie ihren Haushalt führen oder wie sie sich selber führen, sehr reinlich, sehr hygienisch, riechen gut, kümmern sich gut um sich selbst. Was dann auch zum nächsten Punkt und letzten Punkt ist, den ich für die Jungfrau hätte, wäre eben, dass es ihr alles, es ist ein Erdzeichen und es geht auch viel um Gesundheit, also um allgemein lebt die Jungfrau sehr gesund, also sie hat so eine Ader dafür, gesunde Ernährung, gute Dinge für sich zu tun, für die Umwelt. Sie hat auch einen grünen Daumen, also hat auch so ein Ding für Garten und die Natur. Und aber, das kann ich ja einfach noch da reinquetschen, kleines Laster ist auch, dass wenn jemand nicht guckt, dann isst die Jungfrau auch wirklich gerne Schokolade und auch ungesunde Dinge. Aber das gehört ja alles zu diesem Punkt, nichts und niemand ist perfekt, auch die Jungfrau nicht. Grundsätzlich aber ja, sehr gesundheitsbewusst. So, das waren auch die 10 Fakten, die ich so habe für die Jungfrau, die ich finde, die echt eine Jungfrau alle so ausmachen, um einen guten Eindruck zu kriegen.
Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt man denn in der Astrologie überhaupt darauf, solche Sachen denen zuzuschreiben? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die auch eine Jungfrau stellen würde. Ich glaube, die Jungfrauen sind diejenigen, die auch gegenüber der Astrologie eher kritisch stehen, wenn nicht andere Dinge in ihrem Horoskop stehen. Ja, die Jungfrau kommt auch mit einem gewissen Slogan. Also jedes Tierzeichen kommt ins Leben mit einem gewissen Motto. Und die Jungfrau bringt den Lebensmotto von ich analysiere. Also wer es noch nicht gemerkt hat, die Jungfrau analysiert. Und ja, was macht sie denn so aus? In der Astrologie schreibt man halt auch Qualitäten dem jeweiligen Tierzeichen zu. Und die Jungfrau ist ja das Tierzeichen, was am Übergang von Sommer zu Herbst Geburtstag hat. Also das ist ein Jahreszeitenwechsel. Und alle Tierzeichen, die zwischen Jahreszeiten stehen, haben eine Qualität, die variabel ist. Also so nennt man das. Und alle Tierzeichen, die variabel in ihrer Qualität sind, sind die Tierzeichen, die sehr anpassungsfähig sind. Also die können sich auch an veränderte Umstände sehr schnell anpassen. Die schaffen das sozusagen, alle zusammenzuhalten und flexibel zu sein, sich anzupassen an andere und sozusagen ein Team beisammen zu halten, auch wenn sich Dinge verändern. Das ist so viel mehr deren Qualität, die die mit reinbringen. Und wie ich es schon anklingen habe lassen, es gibt ja auch einen Planeten, den das Tierzeichen regiert, und das ist ja der Planet Merkur. Und der Merkur ist eben alles über den Intellekt und die Gedanken und das Gedächtnis. Und das ist eben auch das, was ganz stark die Jungfrau ja beeinflusst. Und dann guckt man sich in der Astrologie an, welches Element zum Beispiel das Tierzeichen, welches Element man dem Tierzeichen zuordnet. Und die Jungfrau ist ein Erdzeichen. Und alle Erdzeichen haben sozusagen eine andere Ansichtsweise der Welt, indem sie es auf sehr materialistische Weise sehen. Also sie sehen Dinge auf materielle Art und Weise durch diese Brille. Und das ist auch gut so. Also die befürworten sozusagen, dass man auch Dinge besitzen kann und dass man sich dadurch auch gut fühlen kann. Und von dem Erdzeichen ist die Jungfrau das zweite Erdzeichen. Also es gibt das erste Erdzeichen, das ist der Stier. Und das ist sozusagen das jüngste Erdzeichen. Und dadurch, dass die Jungfrau das zweite Tierzeichen ist von den Erdzeichen, hat das so ein bisschen so mehr so eine Teenager-Qualität. Also vom Wesen und Charakter sind die halt eher rebellisch, eher abenteuerlustig, eher lassen sich nicht so gerne was sagen, sind auch eher so stur in dem, wie sie durchs Leben gehen. Aber eben auch, ja, noch so ganz frei in dem, was sie wollen vom Leben. Das war's von meiner Seite aus zum Sternzeichen. Jetzt interessiert mich natürlich, was du über dieses Sternzeichen denkst, was du an diesem Sternzeichen magst oder vielleicht was du auch nicht magst. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare und lass es mich wissen. Und gerne auch, welches Sternzeichen du hast, damit ich weiß, wer hier alles so zuschaut. Ja, und natürlich habe ich ja versprochen, ich werde auf jeden Fall noch Videos machen, wie zum Beispiel, welches Sternzeichen zu deinem Sternzeichen passt. Und wenn du das Video dazu nicht verpassen möchtest, abonniere doch gerne meinen Kanal. Werde Teil unserer tollen Astro-Community. Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben. Gerne, bis zum nächsten Mal.